der Initiative Vorsichtfrauen wehren sich wollen die Frauen der sozialistischen Jugend und die SPÖ-Frauen darauf aufmerksam machen, dass es nicht normal ist, dass Frauen, egal welchen Alters, welcher Herkunft, welcher Körpergröße, im öffentlichen Raum ständig Opfer von Sexismus werden und Männer glauben, dass sie da mit denen machen können, was sie wollen, sie jederzeit angreifen, anreden oder sonst was tun können. Ja, wir wehren uns jetzt und werden noch andere junge Frauen motivieren, mit uns mitzumachen und den Männern zu zeigen, dass das so nicht geht. Vorsicht, Frauen wehren sich. Möchten wir Mädchen und jungen Frauen Mut machen, gegen Gewalt aufzustehen, sich nichts gefallen zu lassen. Wir haben ein klares Ziel, Frauen und Mädchen sollen in dieser Stadt sicher selbstbestimmt und unabhängig leben. Diese Aktion ist dazu ein kleiner Mosaikstein in diesem ganzen politischen Arbeiten, also junge Mädchen schon zu fördern, zu unterstützen und eben auch in dem Aspekt Sicherheit, unter dem Aspekt Sicherheit. Wir wollen, dass sich Frauen wehren, dass sie Nein sagen lernen, dass sie sagen, lass das, ich hasse das, ich will das nicht, du hast meinen Raum betreten, meinen persönlichen. Und da ist es unheimlich wichtig, dass Frauen sich erstens einmal wirklich wehren können in dem Sinne, dass sie einfach die Techniken von Selbstverteidigung wissen. Aber genauso wichtig, glaube ich, ist es, dass Frauen im Kopf sich zu wehren wissen und wissen, dass sie in der Lage sind, gegen Gewalt aufzutreten.